Ach du Schreck. Ich habe langsam das Gefühl, dass wir hier immer tiefer kommen, anstatt höher. Also... Oh, jetzt müssen wir hier rennen. Ja. Also die Zombies jetzt hier mal einfach links liegen lassen. Und lieber weiter rennen. So, können wir hier alle in die Tiefe stürzen. Und weiter. Und weiter. Und. Ich glaube, wir müssen jetzt hier wieder den Stein ins Rollen bringen, aber wo ist der Trigger? Jetzt. Also ich bin echt gespannt, wo wir da am Ende rauskommen werden. Weil bisher kommen wir eigentlich immer nur tiefer. Was zum... Ja, und nun sind wir schon wieder tiefer. Ja, ein Fluss hat uns mit sich gerissen. Keine Ahnung. Okay, verschaffen Sie sich Sauerstoff und ja, finden Sie den Ausgang. Okay, Sauerstoff gibt es dann wohl hier oben. Okay, und wieder runter. Aha. Arm zu... Ah, okay. Das ist ja gar nicht mal so schlecht gemacht hier mit dem Schwimmen. Ich muss mit A, muss ich quasi meine Arme bewegen. Mit dem linken Stick bestimme ich irgendwie, dass ich stimme, und mit dem rechten in welche Richtung. Also es ist gar nicht mal so übel. Und ja, die Zombies hat sie jetzt wenigstens erledigt. Oh nein. Okay. Als nächstes steht dann wohl ein Kampf gegen den fiesen Riesenfisch an. Und wir müssen auf jeden Fall jetzt schauen, dass wir hier irgendwo Sauerstoff herbekommen. Denn ansonsten... werde ich hier gleich ertrinken. Und da oben sieht das gut aus. Oh, überall Leichen. Ist hier schon ein bisschen eklig. Oh Gott, und sie leben auch noch. Sollten wir ganz schnell hier auftauchen. Oh mein Gott, Igitt. Okay, weiter geht hier der Höllentrip durchs Wasser und schon wieder greift uns ein Zombie an. Versucht uns hier festzuhalten. So, aber... Oh, da unten gibt es Bonus-Erfahrung. Die sollten wir nicht liegen lassen. Also ich muss sagen, im Gegensatz zum fünften Teil finde ich das hier sehr abwechslungsreich. So, und schon wieder ein fieser Zombie. Aber Helena hilft. So, und jetzt... Ah, da oben scheint der Ausgang zu sein. Aber Helena ist noch in Gefahr. Okay, da ist sie. Was für ein Scheißtag.
Helena! Nein! Ah, scheiße. Ja, da hat uns der dicke Fisch jetzt erwischt. Überleben Sie den Angriff. Okay, das sind hier bestimmt Quicktime-Events. Kann man hier irgendwas machen? So. AX, okay. Ja, sag ich doch, Quicktime-Events. Das sieht ja eher wie so ein Riesenhai aus. Gut, eine mutierte Forelle wird das wohl nicht sein. Oh, jetzt müssen wir A drücken. Geschafft. So, was steht als nächstes an? Ach mein Gott, wir sind mitten in seinem Maul. Ist ja unschön. Okay. Vorsicht, das Ding ist noch hier. Überleben Sie die brenzlige Situation. Ich suche einen Platz zum Hochklettern. Also muss ich einen Platz zum Hochklettern suchen. Die Frage ist natürlich wo. Okay, hier wahrscheinlich nicht. Achso, ja, dann zeigt mir ja der Pfeil, wo ich hin muss. Ich habe auch gerade wenig Lust, nochmal mit diesem blöden Fisch zu tun, zu bekommen. Helena, können Sie mir mit dem Gitter helfen? Ich versuch's. Moment! Und natürlich ist ein Gitter im Weg. So, ich kann auch keine Waffen benutzen, sprich, ich muss jetzt hier wirklich... Oh, oh. Ganz mieses Gefühl. Ach du Schreck. Igitt, was kommt da denn aus seinem Maul raus? So, ich bash jetzt hier wie ein Verrückter auf A. Danke. Oh mein Gott. Das ist ja mal richtig eklig. Weißt du, was müssen wir jetzt wieder A durchdrücken hier? Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie mich vor dieser... Ach du Schreck! Wirklich ekligen Zunge gerettet haben, wollte ich sagen. Das ist Ihre Chance. Los. Ja, jetzt aber hier ganz schnell Vollgas geben. Oh, jetzt ganz schnell hier raus aus dem blöden Wasser. Und hoch. Wir dürfen keinen verlieren. Der Meinung bin ich aber auch. Und immer noch kein rotes Kraut. Oh, hier oben geht's nochmal hoch. Vielleicht ein kleines Secret oder so. Ja, ein bisschen Munition gibt's hier. Vielleicht sogar ein First Aid Spray, wer weiß. Sieht auf jeden Fall danach aus, als ob man sich diese Abzweigung hier nochmal genauer anschauen sollte. So ein bisschen Munition gibt es hier noch. Munition ist immer gut. Und... Also das ist dann quasi der ganze Weg, der von Helena gegangen wird. Normalerweise übernimmt das ja der andere Spieler. In meinem Fall zum Glück der Computer. Auf den kann man sich wenigstens verlassen. So. Okay, ich glaube, jetzt den ganzen Weg hier. Ah, ich glaube, hier ist Helena rausgekommen. Also quasi nach dem Fischangriff. Hat sich auf jeden Fall nochmal gelohnt, hier nochmal vorbeizuschauen. Wir haben ein bisschen Munition gefunden. Ich habe zwar auf einen First Aid Spray oder auf ein First Aid Spray oder auf ein erste
ist ja das gleiche. First Aid Spray, Erste Hilfe Spray. Auf ein First Aid Spray oder rotes Kraut habe ich gehofft. Das wollte ich natürlich sagen. Gut, dann würde ich mal meinen, schauen wir, dass wir endlich aus diesen blöden Katakomben herauskommen. Unten wartet schon Helena. Ich bin auch gleich bei ihr. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts vergessen, aber ja, sollte eigentlich nicht sein. Weiter geht's. Okay. Na los! Oh, du Schreck! Schon wieder dieser Riesenfisch. Oh, jetzt können wir sogar auf ihn schießen. Besiegen Sie die BOW. Ah, okay. Und das muss alles relativ schnell passieren, denn wie wir sehen, sind wir sonst relativ fix. Fischfutter. Okay. Wahrscheinlich müssen wir seine Zunge zerschießen oder sowas. So. Das sind so Momente, in denen möchte ich ungern nachladen. Lieber jetzt schnell. Oh, ich glaube, er ist gerade nochmal mutiert. Da kommt er! Und schnell ausgewichen. So, jetzt nochmal drauf auf die blöde Zunge. Auf das Dynamit. Oh, da oben. Nein, ich hab... Ah, verdammt. Ich hab, als das Dynamit kam, habe ich leider nach unten gezielt. Deswegen hat es mich da jetzt leider erwischt. Aber gut. Alle guten Dinge sind ja bekanntlich drei. Legen wir also nochmal los. Okay, sieht's eigentlich mit der Pumpgun aus? Brauchen wir eigentlich nur warten. Ist diese blöde... Okay, mit der Pumpgun dauert das zu lange. Also das Maschinengewehr ist hier wohl wahrscheinlich die bessere Wahl. Aber ein ziemlich cooler Bosskampf, muss ich sagen. So, hat ein bisschen was von Dark Souls. Jetzt warten, bis er sein Maul aufmacht und jetzt Vollgas rein. Und jetzt nachladen. Und wieder so. Gleich müsste ich... Ja, genau. Jetzt ist er nochmal so quasi mutiert. Achtung! Da kommt er! Und ausweichen. Sehr gut. Zielen Sie auf das Dynamit! So, und nach oben, nach oben. Und Schuss! Hat es gereicht? Ja. Da sind nur noch Fleischbrocken. Sterilisiert das Gebiet. Und zerstört alle Beweise. Wie kann er nur? Gott sei Dank sind Sie noch am Leben. Wo ist Simmons? Nach Ihrer Unterhaltung ist er sofort verschwunden. Mist. Wo ist er hin? Als er aufbrach, sprach er mit jemandem am Telefon. Er klang nicht gerade glücklich. Können wir rausfinden, wo er hin ist? Keine Sorge.
Ich lasse ihn beschatten. Er ist gerade auf dem Weg zum Flughafen, von wo er mit seinem Privatjet nach China fliegen will. China? Ja. Sehen Sie sich das an. Was ist passiert? Ein weiterer Bioterroranschlag. Die BSAA bestätigt, dass es wie in Osteuropa vor 6 Monaten der sogenannte C-Virus war. C-Virus? Solche Kokons gab es auch hier. Wir müssen Simmons stoppen und ihn in Gewahrsam nehmen. Uns fehlen Beweise. Und momentan sind Sie beide die Hauptverdächtigen. Nein. Hören Sie, Hannigan. Täuschen Sie unseren Tod vor. Schaffen Sie das? Was? Natürlich. Aber wir können die nicht ewig täuschen. Was haben Sie vor? Wir fliegen nach China. Ja, das hat doch so ein bisschen was von Raccoon City. Ja, die ganze Stadt Tall Orcs ist in die Luft gesprengt worden. Damit sind leider alle Beweise vernichtet, aber wir haben schon unser nächstes Ziel, nämlich China. So, sie haben eine Erkennungsmarke erlangt. Kapitel 3 hätten wir abgeschlossen. Genauigkeit 70,2%. Bin ein bisschen besser geworden. Allerdings 7-mal gestorben. 1 Stunde 5 habe ich gebraucht. Dabei 133 Feinde besiegt. Das Ganze mit einem B-Rang abgeschlossen. Naja, ist nicht unbedingt das Beste. Kann man aber mit leben. So, dann können wir wieder ein paar neue Fähigkeiten oder Fertigkeiten. Oh, kritische Treffer. Oder Verteidigung. Oh, Verteidigung auf Rang 3 würde mich 80.000 kosten. Befreiungstechnik gibt es nichts, aber ich könnte kritische Treffer aufwerten. Mache ich auch. So, damit wäre auch. Ja, wären alle Fähigkeitspunkte ausgegeben. Gut, aber immerhin mache ich damit ein bisschen mehr Schaden. Das ist doch eigentlich auch ganz nett.